Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 20.04.2023. Und es ist ein Vieh ohne Ende. Ja, also der Strotz vor Kraft und Stärke, kann man gar nicht anders sagen. Bild, denke ich, mehr als passend. Und wir haben gestern drüber gesprochen. Ich meine, er ist jetzt nicht oben rausgeknallt wie Sau, ne? Aber abwärts geht ein bisschen rumgestrault. Da sah schon, war schon grenzwertig. Wir haben aber gestern gesagt, dass wir ja auf der 800 durchaus nochmal Schwung holen können. Und wir sehen hier, der hat wieder eine grüne Tageskerze reingerammt. Und schauen wir uns das im untergeordneten Zeitraum an, sind wir sogar oberhalb des Bereichs, wo wir gestern gesagt haben, er könne, wir haben gestern gesagt, er könne nochmal in dem Bereich durchaus hier nochmal Schwung holen. Das wäre gar nicht schlimm. 887, um sich auch nochmal aufzubäumen und oben weiter reinzulaufen. Sonst ist was halt wirklich weiterhin so ein bisschen wie ein Damoklesschwert hinter über ihm hängt. Die Tatsache hier, Dynamik, weniger Dynamik und der kommt nicht so richtig raus hier halt, ne? Das ist ultra langsam. Das ist richtig träge. Das ist so, das sieht schon fast aus wie, als kommt die richtig, richtige Klatsche nach unten nochmal. Aber ich kann das nur immer wieder, jeden Tag aufs Neue sagen, solange wir unten keine Signale kriegen, kann er in dieser Art und Weise, wie er steigt, auch noch eine ganze, ganze, ganze Weile weiter steigen. Ja, deswegen würde ich trotzdem einfach weiter auf der Long-Seite arbeiten, eben so lange, bis wir unten irgendwann mal Signal umklappen. Und solange das nicht passiert, so ein Rücksetzer wie das hier am Morgen einfach auf der Long-Seite probieren. Haben wir heute früh auch dann bei uns hier in Updates geschrieben. Es braucht auch gar nicht mehr viele Updates pro Tag, ne? Der ist so gehorsam, wenn man einfach die Geduld dann auch mitbringt, dann seine Long-Position eben auch einfach auszusitzen und mitzunehmen halt, ne? Stop-Loss an die Kanten, wo man sagt, okay, darunter soll es nicht gehen, und dann einfach den machen lassen. Und Punkt für Punkt rödelte sich dann eben wieder rein und machte uns jetzt hier am Donnerstag auch noch weiter oben raus, wäre durchaus auch in der 16.000 langsam mal erreichbar. Also da spräche nichts dagegen, um 16.000, 16.20 mal anzulaufen. Drüber sind 16.1, 18 und 16.230 dann die nächsten Ziele. Unterhalb würde er jetzt tatsächlich schon unterhalb von 8.30 einen leichten Knack in die Optik kriegen. Ne, dadurch, dass wir hier ein relativ dichtes Doppeltop, vielleicht sogar Trippeltop haben, wird ein kleines tieferes Tief unter 8,30 jetzt schon ein bisschen mehr Druck auslösen können. Wieder in die 47 rein, aber dort bekommt er auch nochmal eine Chance, um sich nach oben zu stabilisieren. Also unter 8,30 bis 47, 47 nochmal abwarten. Dreht er dann dort wieder hoch, kann er natürlich einwandfrei einfach wieder zurücksteigen. Und um richtig negative Signale zu setzen, müsste er dann wirklich auch da deutlich drunter, unter 47 wieder. Ja, solange das nicht passiert, ist er aber erstmal im positiven Chartumfeld und kann hier auch weiter steigen. Also spricht überhaupt nichts dagegen. Ist intakt. Rücksetzer gucken und versuchen dann noch ein paar Punkte mitzunehmen. Wie gesagt, 49 ist die nächste, 16,20 und 16,18, 16,230 wären die nächsten dann im Fahrplan. Donnerstag ein bisschen aufpassen, ne? Die schlagen gerne mal hin und her. Können aber auch richtig, richtig, richtig trenden. Das erkennt man immer daran, wie die Stundenkurse stehen, Stundenschlusskurse stehen. Ne? Also kriegen wir hier fette grüne Stundenschlusskurse über eine 15,49 und danach noch grüne Stundenkerzen. Dann ist Übertreibungsfläche nach oben raus. Dann kann das so ein richtiger Trendtag werden, der einfach nur durchzieht und dann oben zur Seite stehen bleibt. Sehen wir aber in dem Bereich hier oberhalb der 49 eine fette rote Stundenkerze, die sich eindreht. Dann rechnet damit, dass der auf 8,30 nochmal einen Anschluss gibt und dann gegebenenfalls hier von unten wieder mit grüner Stundenkerze sich komplett hochdreht. Das wäre klassisches Typ Donnerstagspattern, wie man es oft auf dem Donnerstag sieht. Oder er macht halt diese Übertreibung. Ja, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Das kann aber an Donnerstagen sehr gut. Dass es sich wirklich rausstellt, 4, 5 Stunden eine Richtung rennt und dann den kompletten restlichen Tag in einer 40, 50 Punkte Range zur Seite hampelt. Oder sogar noch weniger. Ja, naja, passt ein bisschen auf. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.